Ein herzliches Willkommen zu einer neuen Folge Let's Play FIFA 16 Ultimate Team. Ja, wir haben Halbzeit. 5 Spiele, 6 Punkte. Das ist natürlich zu wenig. Würde Stand jetzt heißen, wir halten zumindest die Liga. Gerade so. Aufstieg. Gut, ich bin ganz ehrlich. In erster Linie ist das Ganze heute das Ziel, nachdem ich meine Cappy richte, zu sagen, wir halten die Liga. Das ist immer noch so das Hauptziel. Gar keine Frage. Dann... ja, kann man schauen. Je nachdem, was kommt, was geht. Ich nehme natürlich alles Mögliche mit. Also wenn das hier am Ende ein Aufstieg wird, sage ich auch nicht nein. Dann wäre das Ganze Liga 2. Haben sie ein englisches Team mit Coutinho, Sturridge, Lukaku, Eriksen, Schneiderla, Ramsey, Azpilicueta, Koscielny, Pep de Cech haben wir im Tor. Louis van Gaal ist Trainer, 82er Gesamtrating, 100er Kimi. Ja, wird interessant, denke ich. Und ja, wir legen dann gleich mal los. Und schau mal, was Vidal und Kukaki heute auf die Beine gestellt bekommen. Wir haben erst noch ein paar kleine Lecks, die sich hoffentlich gleich beruhigen. Klein mit der Balleroberung. Och nein. Hör doch auf zu lecken. Eigentor. Jetzt! Sexy. Okay, dieses Tor gucken wir uns gerne nochmal aus einer anderen Perspektive an. Oh oh, oh oh, dumm gelaufen, Eigentor. Das Eigentor müssen Sie abhaken, das darf jetzt keine Rolle mehr spielen. Nun Douglas Costa. Jetzt Piszczek. Das war nicht so einfach zu lösen, aber gut gemacht vom Abwehrspieler. Roberto Firmino. Jetzt ist die Kugel weg. Jetzt Douglas Costa. Zuspiel auf Franck Ribéry. Jetzt wird's so gegeben. Alex redet mal nicht. So, wir spielen einfach mal und schauen an. Also die Lecks haben nicht aufgehört. Das ist schon mal zu bemerken und richtig, richtig scheiße. Lever aus der Drehung. Fuck, war der geil. Und den werden wir schön laufen lassen. Ein Gerd Müller-Tor vom Feinsten. Aus der Drehung. Reingeknallt. Ribéry mit der Vorarbeit. Dann Müller. Oh, war der herrlich. Und jetzt haben wir kurz den Strom weggehabt. Aber jetzt ist er wieder da. Wurde die Aufnahme gestoppt, geschwind neu gestartet und dann soll es auch weitergehen. Heieiei. Was haben wir denn da alles dabei heute? Lever. Und die Lecks von ihm, die bestrafen wir, indem wir ihn jetzt hier besiegen werden. Costa. Es hätte Aubameyang wunderschön gehen können. Macht er aber nicht. Müller wird hier umgesackelt im Strafraum. Gibt aber kein Elf oder dergleichen. Piszczek gewinnt das Kopfballduell. Er köpft ihm also Mitspieler. Costa mit Vidal, Müller. Oh. Ribéry. Und der nächste Fehlpass. Costa stark gemacht. Hat aber nicht ganz gereicht. So, wen haben wir hier? Naldo gegen Lukaku. Und auch der ist nicht langsam. Heieiei. Schönes Flänkle auf den zweiten. Gott sei Dank eine Nuance zu lang. So, Ribéry mit dem Kopfballduell. Ein Wahnsinn. Und Lever. Ackert und kämpft und macht den ja leider zu lang. Und hier kämpft Vidal. Und es gab so lange kein Leckspiel mehr. Und jetzt haben wir eins, wo es dauerhaft anhält. Gibt's doch gar nicht. Piszczek. Möchte es natürlich seinen Fehler hier und schafft das hoffentlich auch. Während des kompletten Spiels wieder ausbügeln. Lever startet. Aber der Pass von Müller war zu schlecht, zu flach. Alles zusammen. Wendt. Und Aubameyang startet. Gegen Koscielny. Der ist auch schnell. Aubameyang. Oh, Goal!
Goal. Traumding. Vor Bayern Koscielny und absolut in den langen, in das lange Eck hinein. War mit dem Außen, mit dem Außenriss. In den Pfosten, rein das Ding. Und ab geht die Post. Tor Nummer 3 von meinem Team. Ein Eigentor und zwei richtige. So, und er bezieht die Ribéry gleich mit ein. Das sage ich natürlich nicht. Nein. Was haben wir hier? Douglas, Douglas, je nachdem, wie man sagen will. Costa. Und Ober, der startet. Der startet. Diesmal Koscielny hängen geblieben. Oh, Vidal. Und Costa hilft hier mit und holt den Ball. Ab zu Ribéry und hier Leva mit Platz. Aber den Ballverlust. Costa. Costa und Piszczek momentan die Rollen getauscht. Leva gewinnt das Kopfballduell und wir nehmen hier Costa mit. Und Ribéry auf dem zweiten. Wow, der kam sogar mehr oder minder an. Wäre kein Abseits gewesen. Und das Piszczek, komm, mach's wieder gut. Schade. Momentan schaut's gut aus. So macht FIFA wieder Spaß, sogar trotz Lecks. Und Naldo vor Lukaku. Leno, raus auf Costa. Piszczek überläuft direkt wieder. Und dann kommt der berüchtigte Drehungspass. Und Vidal kämpft. Müller. Wieso spielen die so lang? Da könnt ihr mir jetzt mal sagen. Boah, ich weiß es nicht, was da los ist. So, Herr Martinez. Wow. Müller beackert. Und Costa auch. Zum Einwurf geklärt. Und jetzt schicken wir hier Leva. Komm jetzt Leva. Vor Koscielny. Nein. Aber dann holen wir uns halt. Ober auf dem zweiten. Oh, und das gibt Einwurf. Für Costa. So, Anspielstation haben wir Aubameyang. Und gibt es nochmal Einwurf? Nein. Oh, Ober. Naldo, sehr rustikal, aber eigentlich ins Leere. Super durchgesetzt. Das ist hier Piszczek gegen Lukaku. Wenn's. Boah, schön übergegriffen. Und raus das Ding. Leva. Ah, der war zu lang. 2 Minuten Nachspielzeit. So, dann schicken wir nochmal Leva. Und Ober. Oh, der war lang. Oh, den erläuft er. Und der Keeper ist draußen. Finden aber keinen in der Mitte. Und Leva. Oh, geblockt. Das wäre gefährlich geworden. Und hätte natürlich vor der Halbzeit nochmal ein bisschen Ruhe reingebracht. So, wir machen den flach auf Vidal und ziehen ein. Keeper pariert. Schade. Tschech hier in Helmontur. Und dem haben wir wieder auf Vidal. Arturo Vidal. Oh, jetzt so rangesetzt. Aber wir gehen immer mit einer Führung in die Halbzeit. Hitziges Ding. Und ich hoffe natürlich, dass wir in der zweiten Halbzeit ja, die Führung ausbauen können. Aubameyang, 2 Schüsse, ein Tor. 50% Chancenausbeute. Das lässt sich doch sehen. Und die Legs, ja, so richtig beruhigt haben sich nicht mehr. Spiel ging katastrophal los mit dem Eigentor von Piszczek. Hier im Stadion von Paris Saint-Germain. Aber jetzt sieht es aktuell doch ganz gut aus. Mehr Ballbesitz, besser Passgenauigkeit. 7 zu 2 Schüsse. So, ab geht's. Zweite Halbzeit.
Und jetzt geht's hier weiter. Raus auf Klein im Ball. Und Koscielny. Jetzt für Meno. So, und da ist hier eine riesen Lücke für Eriksen. Und ich dachte eigentlich, er zieht es nach innen. Flanke kommt. Daneben gesetzt. Von Daniel Sturridge. Glück gehabt. Und warum das Ecke gibt, weiß ich auch nicht. Oh. Er macht den flach, aber ungefährlich. So, einmal bitte Lever. Und dann nehmen wir es Costa mit. Und da sollten wir doch an Azpilicueta nicht vorbeikommen. Schade war's. Oh. Er steht gut und hat den Ball. Douglas Costa am Ball. Und Vidal. So hält man den Ball in Müller startet und direkter Name. Oh! Hätte ich vielleicht einmal noch annehmen sollen. Schade, gut pariert von Cech. Schön von Vidal. Dann aber der Fehlpass. Den Ball holt er sich vollkommen problemlos. Jetzt Firmino. Und Firmino macht hier alle ein bisschen nass. Flanke kommt auf den zweiten, aber Eriksen sollte wahrscheinlich. Nee, abseits. Keine Ecke. Nehmen wir so mit, habe ich nichts dagegen. Dann machen wir mal raus auf Ribéry. Noch nicht allzu viel von ihm gesehen. Aber den Braten hat er anscheinend gerochen. Oder die CPU ist von alleine hingelaufen. Aus der Drehung, gefährlich. Und damit sind sie am Ball. Und Eriksen hat einen Mordschuss. Und jetzt ist das Spiel wieder offen. Mit Ansage. Fuck. Nochmal der Treffer, diesmal auf nicht in den Zweikampf gekommen. Das Spiel Scheiße war's. Zeit auf Augenhöhe und jetzt treffen sie auch noch zum Ausgleich. Jetzt nicht den Kopf hängen lassen. Nicht, dass es hier wieder in die komplett andere Richtung geht. Auf jetzt. So, Martinez Balleroberung. Weiter geht es mit einem Einwurf. Und Einwurf gibt's. Oh, Ribéry. Costa hat Platz. Und Ribéry oben. Oh, der war schön. Platzier den Ball, Junge. Oh Gott, das wäre ein Ribéry-Solo geworden. Und Aubameyang. Einwurf. Kurze Unterbrechung, der Ball ist im Seitenaus. Und da ist irgendwo ein Ball. Nun Douglas Costa. Und Ecke. Auf jetzt! Es gibt Ecke. Da geht noch was. Wir wollen keine Punkte. Wir wollen drei. Thomas Müller jetzt. Ober aus der Drehung. Boah! Und jetzt gibt es hier nur eine gelbe. Oh, da war das Publikum gerade eben so angetan. Oh, aus der Drehung, ganz knapp über den Knick, glaube ich. Und Eriksen, nach dem Tor gibt es die gelbe. Und das geht auch vollkommen in Ordnung. Ich denke, da kann er sich nicht beschweren. Ja, das war ganz ohne Ball. Es könnte eigentlich auch rot geben. So, jetzt hier Petr Cech beim Abstoß. Und Martinez. Leider nicht gewonnen. Aber dafür leitet er den Ball jetzt weiter. So, wir nehmen hier Costa mit. Azpilicueta 2.0. Ballverlust 2.0. Ah, Vidal. Und jetzt Lucas Costa. Oh, Lever in die Lücke rein, aber nicht schnell genug. Gut gemacht, den Ball holt er sich. Ah, zu leichter Ballverlust jetzt. Und Lukaku. So, Wendt vor Sturridge. Da holt er auch den Torhüter ins Spiel. Und Leno raus auf Ribéry.
So, der HP Check. Ribéry ist im Mittelfeld als Ballverteiler und als Fehlpassgenerator. Holt ihn aber wieder. So, dann schicken wir Costa auf die Reise. Jetzt haben wir Vorsprung. Und verlieren den Ball, holen ihn aber wieder. Müller. Bäm! Yeah! Douglas Costa mit wunderbarer Vorarbeit. Bisschen glücklich. Zwei Chelsea-Spieler stackeln sich um. Scharfer Pass. Müller aus der halben Drehung. So darf es doch weitergehen. So. Jetzt heißt es aufpassen. Wendt, schön geklärt. 10 Minuten noch. Das Ding holen wir uns nach Hause. Ramsey. Ribéry mit dem Ball. Gewinn. Lever. Voll auf den Keeper. Wenn ich den irgendwie flach hinbekomme, dann sind die Dinger alle drin. Mit Ribéry vorher genau das gleiche. Und jetzt läuft der Konter. Und das war kein Abseits. Scheiße. Koscielny. Huh. Da war wahrscheinlich schon die totale Offensive. Keine Ahnung, ob das eine Flanke oder ein Schuss war. Auf alle Fälle war es Gott sei Dank ungefährlich. So, raus auf Costa. Aubameyang gewinnt das Kopfballduell. Sehr, sehr schön. Costa gegen Eriksen verliert den Ball. So, Piszczek. Firmino bekommt ihn nicht mehr. So, und weiter geht's. Ball wieder irgendwo im Aus. Müller mit Aubameyang und Lever bekommt ihn nicht. Und Vidal ackert hier, bekommt ihn auch nicht. Momentum! Schaut euch diesen Ping-Pong an. Kann man wohl sagen, und sie wurden belohnt mit dem Ausgleich. Jetzt nur keinen dummen Fehler machen und das nochmal aufs Spiel setzen. Haargenau unter die Latte. Ich fasse es. Sie treffen zum 3:3 und gestalten alles wieder offen. Gibt's jetzt die Gelegenheit? Lever. Robert Lewandowski. Sehr gut gemacht vom Torhüter. Ja! Ja! Dreckiger Abpraller, aber scheißegal. Lever ist schön gestartet. Costa hat es gesehen. Zu unplatziert, aber dann Flugkopfball Aubameyang. So kann es gehen. 90. Und da geht es nochmal Lex. So, jetzt müssen sie alle kompakt zusammen verteidigen und keine Grätschen ins Leere machen. Herr Costa. Nein, 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 nein. Leno. Stadion ist auch auf 180. So, und dann kommt der Ball von Ramsey. Müller. Ribéry. Leno. Unsicher. Alter, wenn der Fallrückzieher hier von Eriksen rein wäre. 3 Punkte. Ici c'est Paris. Haben wir da oben noch gesehen. Costa und Lever, Spieler des Spiels. 4:3, Wahnsinns-Match. Wir schauen uns mal die Punkteanimation an. 9 Punkte. Wenn wir es alle 4 noch holen, dann hätten wir sogar noch einen Ligatitel. Das wollen wir nicht übertreiben. Nach 3 Niederlagen gab es 2 Siege. Ich hoffe, beim nächsten Mal geht es so weiter. Bin leicht fertig für heute raus. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.